Kannst du dich noch an diesen legendären Dialog erinnern, wo wir ja auch Teil sein durften, weil wir auch in dem Schlafzimmer waren, als Dieter Bohlen zu Verona Feldbusch gesagt hat, Verona, hat die gleiche Stimme wie du übrigens, Bohlen, ist mir aufgefallen. Verona. Verona, was ist lang und hart? Und dann hat sie gesagt, die Volksschulzeit? Verona Feldbusch und Dieter Bohlen sind ja die deutsche Antwort auf Simone de Beauvoir und Sartre. Ne? Die beiden haben ja, standen ja in einem regen Briefkontakt auch, waren ja zusammen, genauso wie die beiden. Und wir haben nun die zweifelhafte Ehre und das für sie zweifelhafte Vergnügen, die geheimen Tagebücher von Dieter Bohlen und Verona Feldbusch Ihnen nun zu präsentieren. Und es ist so, dass, das habe ich ja schon erzählt, dass, wie heißt du schnell? Dieter. Dieter? Dieter Schneemann, die gleiche Stimme hat wie Dieter Bohlen. Deswegen wird er die Parts von Dieter Bohlen lesen aus dem Tagebuch. Ich? Ich mache die Feldbusch, ja. Ich werde aber natürlich mich nicht in diese kabarettistischen Niederungen einlassen, sie zu imitieren mit der Stimme. Na, das brauchst du auch gar nicht. Sei einfach du selbst. Oder? Die geheimen Tagebücher von Verona Feldbusch und Dieter Bohlen. München, 1.10.98. Volles Jucken in der Fresse oder was? Wegen dem Rasieren oder was? Verona schnarcht volle Kanne oder so? Boah. Ey, Punkt. Wenn sie wach wird oder was, dann muss ich mich tierisch um deren Feldbusch wieder kümmern. Wird voll viel Action geil. München, 1.10. Oktober. Lieber Tagebuch. Dieter, schnarchst noch. Meinen Feldbusch juckt tierisch, weil das Rasieren. Den Dieter sein Geschnarche ist total süß und macht mir ganz scharf. Werde heute Abend Gästin sein bei einem Abendessen vom Thomas, den Dieter sein Schwuchtelkumpel. Eklig, aber voll süßer. München, 2.10.98. Boah, ey, Schluss jetzt oder so. Mir kommt das Kotzen oder was. Ich poliere allen, alle fressen. Thomas, ja, dieses Nora-Arschloch. Sagt mir doch tierisch eins rein und so, dass meine Matte, ja, dass meine schönen blonden Haare voll die Arschlochhaare sind. Voll Scheißhaare oder was? Beim Abendessen oder so sagt die Nora-Sau mir mitten in die Fresse, Dieter, ne, deine Haare oder was sind voll Scheiße. Sagt die blöde Sau einfach. Boah, ey, und ich, was mach ich jetzt, ey? Mit Scheiß Mathe ins nächste Video oder was? Nee, nee, den Scheiß, nee, nee, nee. Ich kotz voll auf die Welt oder was? Und du Scheiß Tagebuch Arschloch, dich auch, ey. Aber jetzt fick ich mich selbst erstmal ins Knie. München, 2.10. Oktober, lieber Tagebuch. Voll gemein von den Thomas. Der Didi ist voll am Geflennen. Auch das Geficken war voll von den Heulen heute. Was wurde passiert, lieber Tagebuch? Denn Thomas hat zu der Dieter gesagt, deinen blondes Mittelscheitel ist voll doof wie ein Feldbusch von irgendeiner Friseurtuss. Das wurde voll so Gemeinheit. Jetzt ist ich gefragt. Ihnen helfen? Wegen den Bohlenhaars. Wenn ich nicht den Tag bevor heute mein Feldbusch rasiert wäre, dann könnte meine Feldbuschhaare voll süß auf seinen Kopf kleben. Amen, Dieter. '12.10.98. München. Ich kack und kotz gleich.
Boah, ey. Ich scheiß jetzt voll aufs Heiraten und so, ne? Aber sonnensuper über Beschiss, Kackkotz oder so habe ich noch nie oder was oder wie erlebt oder so, ne? Verona oder was? Nee, sagt die einfach nee und so. Und wenn ich sag oder was, wir heiraten Puppe oder was? Nee. Voll mega die super tierische voll abgekotze. Ich verstehe überhaupt nichts mehr, wenn ich ehrlich bin. Das habe auch ich geschrieben, kümmere dich nicht. Lies einfach ab. 12. 10. Oktober, München. Ich bin gestern mit Dieter 11-mal geficken. Total süß, die geficken waren gewesen. Dann habt Dieter mir Fragen gestellt, wie ob ich seine Hand anhalten kann. Wie, was? Nicht verstanden, dann geficken wieder. Schön. Wenn man Konflikte so natürlich lösen kann, ne? Mein Feldbusch jetzt schlafen, süß. Dieter sagt, er will die Ehe, wenn ich die Schlampe in die Händen kriege. Ich hat gebrüllt, nee, die kriegst du nur über meinen Leichen. 13.10.98 München. Boah, ich kotz gleich die ganze Bude ab. Verona oder so, ne, ist eine total mega heiße Puppe oder was, aber voll die eifersüchtige scharfe Braut. Auf wen schnall ich nicht so richtig, aber hab ich wohl voll umsonst den Kotz-Scheiß-Kack-Ehering gekauft oder was? 8000 Mark und so, ne? Boah, ich kotz den gleich voll. Ich kotz gleich überhaupt ganz Arschloch-Mallorca voll. So eine Arschloch-Sache. Wir glauben noch einen netten Eintrag, wo es um den Weltspartag geht. Hier, das ist gut. Ach, wie schön. Der letzte jetzt vielleicht, gut? Ja. Weltspartag im Hause Bohlenfeldbusch. Wird es jetzt etwas lyrischer als vorher oder romantischer? Das jetzt, oder was? Ja. Ja, ein bisschen. Deswegen mache ich es auch, ja. Ah, da bin ich jetzt mal gespannt. 29.10.98 München. Boah, ey. Super Arschloch morgen. Voll der Arschloch abkack Weltspar Kotztag morgen. Bahne, ne und so war ne. Muss jetzt voll die mega Scheißdreck Kohle oder was und so auf die Bank oder was tragen und so wie wegen Weltspar mega Kacktag oder was? Boah, ich kotz den so auf die Scheißbank. Der Arschloch Bankbeamte oder wie, ja, der kriegt voll die mega Bullenkotze in die Fresse gerotzt. Aber so, ey, aber volle, ey, echt, ey. Scheiß Kohle, viel zu viel und so, ne? Kotz voll die Kohle voll oder was? Boah, ey. Oktober, München. So eine Mist. Total unsüße Ärger. Denn Dieter seiner Geld tut das Dieter doch immer voll süß versteckt in einen Verstecke. Denn Dieter, seine Geldverstecks ist voll süß. Zum Beispiel in seinen Gitarre steckt ganz vieler Scheine. In dem Thomas hinten auch. In den Thomas hinten hat der Dieter ganz viel süß reingesteckt. Lieber Tagebuch, nach dem Geficken heute am Morgens hat den Knuddel-Dieter voll die Millions in meinen Feldbusch reingesteckt. Jetzt bin ich den Dieter voll sein süßes Sparschwein. Tut mir leid. 30.10. München. Boah, ey, ich bin voll auf 180 oder was. Voll die Arschloch-Mega-Kack-Kotz-Abrechnung gemacht. Und ey, voll abgekotzt oder so, weil nämlich in der Buchhaltung oder so eine mega 8 Millionen fehlen. Wo ist die Arschloch-Kohle, ey? Voll am Flennen gewesen ich. Dann voll die Nadel angekotzt. Ob die alte Kackpuppe vielleicht wieder die Bohlenkröten gefressen hat oder was? Jetzt gibt's nur noch eine Kackmöglichkeit. Vielleicht hab ich mega Arschloch nach dem Poppen die Knete in Veronas Feldbusch gesteckt. Oh ey, ich kotz bald Europa voll. 30.10. Oktober, München. Voll der geile ich nach dem Poppen mit dem Dieter.
Endlich ist denn Dieter glücklich war. Beim Geficken hat den Dieter super süß ganz, ganz vielen Kröten aus meinem Feldbusch rausgezogen. Eklig, so eine Kröte im Feldbusch. Quark, quark. Egal, lieber Tagebuch, jetzt wird alles gut gewesen werden sein. Das ist nur ein kleiner Teil der Tagebücher. Schrecklich, schrecklich. Schrecklich. Ich möchte jetzt etwas Erbauendes tun. Ich möchte von diesem Schlamm weg.